wird aufgezeichnet. Okay, ich sehe, die Aufzeichnung ist gestartet. Wir sind live. Herzlich willkommen zum zweiten Corporate Learning Sprint, das Mindset von Learning Professionals als Erfolgsfaktor. Wir stehen hier in einer spannenden Umgebung. Wir sind an der Hochschule der Medien. Vielleicht, Martina, kannst du mal das erste Bild einblenden, damit die Nicht-Stuttgarter auch mal sehen, wie das aussieht. Schon ja, also sehr futuristisch. Wir sind im Gebäude ganz links, wo die, ja, schon ein Gerüst ist noch da davor. Genau, das ist ganz neu. Ganz neu. Muss man erst Aber hier gibt einmal. es tolle Räume, also da gibt es Design Thinking Raum und Kreativraum. Und wir haben hier hinten auch so kreative Rollen. Das sind jetzt keine Rohre, das sind Papierrollen, mit denen man arbeiten kann. Und es wäre spannend zu sehen, wie das hier vor uns aussieht, weil hier sieht alles normal aus, aber hier vor uns sieht es alles reichlich kreativ aus. Muss man Okay, sagen. wir sind hier ein Team der Regionalgruppe Stuttgart, der Corporate Learning Community. Vielleicht schalten wir einfach mal aufs nächste Bild um, damit wir kurz die Akteure vorstellen. Als erstes die Eleonore, die heute Gastgeberin ist, dass wir hier sein dürfen. Die Eleonore ist für die Weiterbildung zuständig, auch für die Weiterbildung in Unternehmen an der Hochschule der Medien und hat gerade sehr viel zu tun, auch mit dem ganzen Thema ja, Digitalisierung. Ich habe mal geschaut, was sie für Kurse anbietet. Also viel Big Data ist da Ja, dabei, wo definitiv. Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Die Marlies kann heute nicht dabei sein. Die Marlies ist Mitglied der Geschäftsführung von der UBF-Beratung, aber wichtig, weil sie hat in einem der unser Regionaltreffen mal gesagt, wir müssen das Thema Mindset mal stärker beleuchten. Und ich habe mir gedacht, ja, Mindset ist wichtig, aber ich weiß noch gar nichts dafür. Ich bin ja erst dankbar, dass ich die letzten paar Wochen so viel über Mindset lernen konnte. Sie lernt heute auch, deswegen kann sie nicht dabei sein. Im Backoffice haben wir die Martina. Die Martina von Center Stage, die seit vielen Jahren auf dem Gebiet auch wie man Mitarbeiter für neues Arbeiten, für einen digitalen Workplace einsetzen kann, befähigen kann da dazu. Das ganze Thema Community Management ist so ein Thema, das bei ihr eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe jetzt mal nachgeschaut, so das Thema Lernen mit sozialen Medien ist für sie auch nicht neu, weil es gibt eine Broschüre, eine Studie, die sie im 2010 geschrieben haben, Praxisleitfaden Lernen mit sozialen Medien. Vielleicht rauscht dich Martina und lässt deine alte Studie nochmal als Link posten, weil vieles gilt heute noch dazu. Dann haben wir den Oliver. Der Oliver ist Projektleiter bei Magna, Maxna Exteriors. Ich habe nur nicht ganz verstanden, was ihr macht, aber ich habe jetzt dich gut kennengelernt. Und für mich bist du ein vorbildlicher Weiterbildender, Corporate Learner, weil du nutzt jede Chance, extern irgendwo in Kontakt zu kommen, Netzwerk auszubauen, zu diskutieren. Und bist auch ein wichtiger Bestandteil hier in der Runde. Geburtstag Dankeschön. heute. Und ja, genau, wir haben Happy Geburtstag heute. Happy Birthday, ja. Dankeschön. Okay. Nächste Folie. Martina, schau mal, da hat irgendeiner das Mikrofon. Also, da kannst du dem das Mikrofon ausschalten bei den Gästen. Gut. Da bin ich auf dem Boot, da sage ich jetzt gar nichts dazu. Der Martin Rost ist von der Uni Stuttgart, der ist quasi unsere ja, theoretische Speerspitze. Und dann haben wir halt, zurück nochmal eins, nicht so schnell. Dann haben wir noch die Sandra Rau. Die Sandra Rau ist neu bei uns in der regionalen Community. Und wie das so ist, wenn man neu dazukommt, kriegt man das ganze Geschäft. Deswegen wird sie nachher auch uns durch den Tag moderieren oder die Stunde moderieren. Sie hat sehr viel Erfahrung auch mit dem Thema Corporate Learning. Und die Gespräche mit ihr sind immer ganz spannend. Gut, was sind regionale Communities? Ich habe gesehen, bei der Anmeldung auf Xing, da haben sich ein paar Leute angemeldet, die bislang gar nicht so in der Corporate Learning Community drin sind. Bisschen auf der Webseite nachlesen. Es gibt auch noch einen Chart, das ist das nächste Chart, wo man ein bisschen sieht, was die regionalen Communities gemacht haben. Martina, kannst du mal weiterblättern? Ja, also es gibt regionale Communities mittlerweile sehr breit in Deutschland verteilt. Was noch ein bisschen fehlt, sind so die neuen Bundesländer. Vielleicht müssen wir da mal eine Reise oder sowas hinmachen. Aber auch die Schweiz macht mit und vielleicht kriegen wir auch bald mal Österreich. Also einfach mal auf der Xing-Webseite nachschauen, wann die sich treffen, wer Interesse hat, da auch mal uns live zu sehen und dann dorthin zu gehen. Bisschen, was wir in der Corporate Learning Community Stuttgart gemacht haben, möchte ich vorstellen, weil dann kommen wir zum Thema, das ist auf dem nächsten Chart. Wir hatten im Ende letzten Jahres unsere Regionalgruppe gegründet, indem wir uns einfach mal zusammengesetzt haben und gesagt haben, ja, was sind denn so Themen, die wir spannend finden, Themen, die uns interessieren. Und da kam eine ganze Themenliste eigentlich raus. Das erste Thema, das wir bearbeitet haben, im Januar,
war eine Veranstaltung zum Thema Kompetenzen für Industrie 4.0, was ein sehr spannendes Thema war. Und am Ende der Kompetenzen für Industrie 4.0, weil es immer wieder diskutiert wurde, nee, nicht so schnell, zurück, ging es immer um das Thema, der Mindset muss sich ändern. Und dann haben wir gedacht, ja, das müssen wir mal angehen. Und dann hat die Marlies gesagt, wichtiges Thema, das soll man mal solide angehen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen mal einen Twitter-Chat. Den haben wir am 21. März gemacht. Das sind alle Fragen des Mindsets. Für diejenigen, die nicht dabei waren, werden wir nachher auch mal kurz sagen, was da so die Ergebnisse waren, so als Protokoll. Und dann sind wir gebeten worden, mal unser Thema ein bisschen weiterzutreiben, zu vertiefen, nämlich Richtung der Learning Professionals. Was heißt das eigentlich für uns, das ganze Mindset-Thema? Da sind wir jetzt voll in der Diskussion drin. Und wir haben auch für nächsten Freitag nochmal einen Termin vorgesehen. Für diejenigen, die hier in der Region Stuttgart sind, herzlich sind Sie eingeladen, wo wir diese ganze Aktion nochmal anschauen wollen, reportieren wollen, wo wir nochmal schauen wollen, was dabei rausgekommen ist und vielleicht zu einem Ergebnisprotokoll zu kommen. Okay, jetzt zum letzten Chart, das ich zeigen möchte. Da geht es nochmal darum, wie hängt das Thema zusammen. Wir hatten im Mugathon letztes Jahr sehr viel über Tools gesprochen, was ein spannendes Thema ist. Aber natürlich muss man Tools auch kompetent einsetzen können. Das hat was dann mit den Skills zu tun. Und dann kommt halt immer wieder so das Thema Haltung dazu. Ich habe für mich jetzt einmal verstanden, Mindset kann man in zwei Richtungen interpretieren. Mindset hängt einfach mal sehr stark davon ab, was man weiß, was man für Wissen hat, welche Erfahrungen man hat. Und Mindset ist aber auch so eine Struktur, so ein Filter, den man eigentlich hat, wie man neue Informationen aufnimmt. Also so das kognitive Wahrnehmen und die kognitiven Inhalte. Das Modell Mindset, Skillset, Toolset findet man neuerdings in verschiedensten Versionen. Ich habe es vor kurzem mal im Change Management für Digital Workplace gefunden. Der Simon Dückert hat mir heute Morgen nochmal den Hinweis gegeben, dass er auch schon seit längerer Zeit an einem LearnOS, wie es heißt, arbeitet, wo er dieses Thema verarbeitet. Simon, vielleicht kannst du nachher einfach mal auch ein paar Links oder sowas zur Verfügung stellen, weil das ist spannend. Wir haben dann nochmal einen größeren Rahmen drumherum gezogen, weil Mindset, Skillset, Toolset ist eigentlich okay. Aber wenn man nicht entsprechend die Organisation hat, wo man das ausleben kann, dann verzweifelt man wahrscheinlich irgendwann mal in kurzer Zeit. Und man muss natürlich auch mal überlegen, passt es zum eigenen Geschäftsmodell, der betrieblichen Weiterbildung, der betrieblichen Bildung. Ist das ein Bestandteil der Unternehmensstrategie, sodass das Ganze zum Leben kommt? Also für mich ist es eher so ein Fünfklang, der was zu tun hat mit Strategie, mit Organisation und dann eben mit den drei Themen. Okay, so viel zur Einführung. Ich habe gesagt, die Sandra ist neu, die muss jetzt arbeiten. Ja. Jetzt übergebe ich an dich. Ja, genau, vielen Dank, Joachim. Ja, heute machen wir hier einen Sprint. Das Format des Sprints ist ja auch relativ neu, zumindest im Lernbereich. Es war ja kurz beschrieben auf der Seite auch, wie das funktioniert. In der Stunde heute möchten wir gerne den Stand der Diskussion mal darstellen, das heißt also den Faden aufgreifen aus dem Twitter-Chat. In der Vorbereitung haben wir festgestellt, wow, wir wissen ja eigentlich schon ganz viel und da gab es wahnsinnig viele Rückmeldungen zu den Fragen, die wir auch da schon gestellt hatten. Und das würden wir gerne heute mit euch zusammen noch ein bisschen weiterspinnen. Dazu hatten wir ja auf der Co-Learn-Sprint-Seite auch schon ein paar Fragen eingestellt und im Diskurs ist schon eine rege Diskussion entstanden und hoffentlich jetzt hier im Chat kommen auch noch mal ein paar Anregungen dazu. Insbesondere sind wir natürlich interessiert an praktischen Erfahrungen, an Beispielen, an Dingen, die ihr schon erlebt habt, wo ihr vielleicht auch sagt, das ist Best Practices. Und ob jetzt die Frage, wie ein zielführendes Mindset aussehen kann und wie man es denn verändern kann, überhaupt die richtige ist, da wurde ja auch schon sehr viel drüber diskutiert. Nichtsdestotrotz möchten wir es an der Stelle jetzt einfach nicht bewerten, sondern mal zeigen, was da so im Twitter-Chat entstanden ist, was wir jetzt an Rückmeldungen haben und neue Ideen vielleicht heute hier auch austauschen mit euch. Ja, dazu würde ich jetzt gerne zunächst mal übergeben an die Eleonore neben mir. Genau, und ich würde auch gerne jetzt zu Beginn eine kurze Zusammenfassung von unserem Twitter-Chat machen, der am 21.03. stattgefunden hat.
Ihr seht jetzt die ganzen Fragen, die wir gestellt haben, im Prinzip nach diesem Modell. Viele von denen, die jetzt dabei sind, waren auch bei der Diskussion damals auf Twitter dabei. Wir haben die Fragen alle 5 Minuten eingestellt und es gab eine ganze Reihe von Antworten, mal zu der passenden, mal zu einer anderen Frage. Da haben sich hier und da die Diskussion vertieft. Im Prinzip hatten wir damit mit diesen Fragen versucht, so eine ganz breite Masse an Informationen zu erreichen zum Thema Mindset überhaupt. Was ist es? Wie erklärt man das? Etc. Also im Prinzip eher Basiswissen. Und auf der nächsten Folie seht ihr dann im Prinzip das ist ein bisschen komplex, ich glaube, das erkläre ich jetzt mal kurz. Das ist jetzt, sind in diesem Kreis die ganzen Teilnehmer, die sich an diesem Twitter-Chat beteiligt hatten. Man sieht oben auch in diesen Balken die Tage, kurz vorher und nachher. Am 23.03., das steht dann da, gab es also es ist nicht der 23.03., sondern der 21.03. gewesen. Der dicke Balken ist im Prinzip genau diese Phase, wo wir diskutiert haben, diese eine Stunde. Und man sieht aber auch, dass weiter diskutiert wurde und es ist tatsächlich auch so etwas wie eine zweite Welle gab der Diskussion, die sich ein paar Stunden später noch ergeben hat. Das heißt, das Thema hat beschäftigt weiter. Und nur damit man ein Bild davon hat, was so ein Twitter-Chat eigentlich auslöst, ja, in der Diskussion. Auf der nächsten Folie haben wir versucht, nochmal die Begriffe zusammenzufassen, die so rausgekommen sind aus der Frage, was bedeutet überhaupt Mindset und wie kommt es zum Ausdruck. Man sieht, dass es sehr, sehr viele verschiedene Wege gibt, das darzustellen. Man sieht sogar auch nicht, doch man sieht alle. Also das Bild ist unten ein bisschen abgeschnitten, aber man sieht alle von Einstellungen über Verhaltensweise, Glaubenssätze, Denkmuster. Also es ist, glaube ich, auch schwer, da einen Begriff zu nennen, dass das komplette Thema auch abdeckt. Das ist immer die Frage, von welcher Seite, von welcher Perspektive man das beleuchtet. Genau das ist auch das, was wir auf der nächsten Folie haben, Martina. Das sind diese zwei Hauptblickrichtungen, die sich ergeben haben aus der Diskussion im Twitter-Chat. Zum einen die eigene Perspektive, was heißt es für mich, das Thema Mindset auf der individuellen Ebene, Neugierde, Eigenverantwortung, die Großzügigkeit auch, Informationen zu teilen und mich auszutauschen darüber und auf der anderen Seite die Blickrichtung des anderen, was hat Mindset eben aus meiner Perspektive mit anderen zu tun, beispielsweise sie zu unterstützen und da greift man eigentlich auch schon in Diskussionen der Rolle der LEDs, wenn ich das Thema Mindset auf die Organisation übertrage oder in die Organisation reinbringe, was sind es eigentlich für Skills wieder, ja, das heißt eben diese Wertschätzung, Ermutigung etc. Dann hatten wir auf der nächsten Folie, Martina, die Frage gestellt, geht überhaupt eine Mindset-Veränderung? Geht das? Da war natürlich von vielen die erste Antwort, ja, es geht, aber das, was natürlich sofort auch als Antwort kam, ist aber nicht von oben verordnet. Das ist etwas, was eigentlich auch nicht funktionieren kann. Und letztendlich kamen viele auch zu dem Schluss, dass das Thema Mindset etwas ist, was zuerst bei der eigenen Person anfangen muss. Also das Thema Vorbildfunktion ist da auch ganz viel erwähnt worden. Und das war auch heute zum Teil in der Diskussion mit dabei, genau diese Rolle oder diese Funktion Vorbild zu sein als LED. Genau. Und ich glaube, an der Stelle würde ich gerne an dich, Sandra, wieder zurückgeben für die nächste Frage. Genau. Auf der nächsten Folie, also da sind so ein paar Ideen zusammengefasst. Also ich muss sagen, ich war ja nicht beim Twitter-Chat dabei, aber ich bin nochmal alles durchgegangen, was da so kam und habe dann gesagt, okay, da kamen schon ziemlich viele Ideen, wie man eigentlich Mindset zwar vielleicht nicht von oben verändern kann, aber doch beeinflussen kann oder wie sich unser Mindset verändert, wodurch. Und da kamen dann so Rückmeldungen, dass das mit dem Bewusstmachen erstmal anfangen sollte. Klar, das Vorleben und das Nachahmen, das Ermutigen zum Nachahmen, dass das dann wichtig ist, dass sich dadurch Mindsets verändern.
ja, dann etwas aktivere Beiträge, die wir leisten können als Learning Professionals, nämlich zum Beispiel auch Coaching oder Handreichen oder so Guidance geben, anleiten, dass wir aber vor allem viel ermöglichen an Kommunikation, an Dialog, an Abgleich mit anderen, an Reflexion und aber auch Erfolgserlebnisse ermöglichen können, die dann wiederum das Mindset festigen. Dann haben wir, und das ist auf der nächsten Folie dargestellt, nochmal zusammengefasst hier, dass man eigentlich auf die Bereitschaft von Menschen einwirken kann, das Mindset, ihr eigenes Mindset zu ändern. Ja? Also wie gesagt, das muss intrinsisch passieren, aber wir können natürlich schon anregen. Und diese Bereitschaft, die ist, wird dann größer, wenn verschiedene Sachen gegeben sind. Also zum Beispiel, wenn eine Vision da ist oder eine Story vorhanden ist, dass ich überhaupt verstehe, was soll das Ganze, dass strategische Ziele klar kommuniziert sind, dass ein Nutzen auch da ist, dass ich erkenne, okay, wenn ich mich da jetzt anders verhalte, wenn ich meine Einstellungen zu Technologien oder so verändere, dann bringt mir das persönlich auch was, ja, was auch immer. Also ob dann das mit dem Netzwerken besser geht oder ob, ob ich mich dann leichter tue, ja, die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg erleichtert ist und so weiter. Ja. Also diese persönliche Betroffenheit, die ist ganz wichtig, dass da bei Menschen was in Gang gesetzt wird. Aber natürlich auch dann, wenn sie erste Schritte machen, dass man diese Bemühungen, die sie da tun, dass man die auch würdigt. Ja? Und dass man natürlich auch zu Experimenten ermutigt. Ja? Dass man also erstmal sagt, ja, versuch's doch mal, probier's doch mal aus und dann auch das würdigt, wenn da jemand sich bewegt entsprechend. Ja, damit gehen wir weiter zur nächsten Folie. Die übernimmt jetzt der Oliver. Genau. Was für ein Beitrag zum Corporate Learning, zum Mindset-Wandel wird in der digitalen Transformation erwartet? Was braucht es an Mindset? Da kamen auch in der Diskussion einige sehr gute Beiträge. Wichtig ist einfach auch als Enabler zu agieren und einfach Netzwerken zuzulassen. Die Rahmenbedingungen schaffe, also auch von der Führungskräfte aus, dass die einfach erlaubt, auch zum Netzen. Vorhin habe ich gerade auf Twitter auch noch getwittert. Und HR aus zum Beispiel die Möglichkeit zulasse, dass man Personal Branding macht, also eine persönliche Marke entwickelt, dass man, ich sag mal, ein Netzwerk aufbauen kann. Ja? Das ist noch wichtig, Denkanstöße geben, Diskussionen, Austausch und Reflexion anregen, Zugang zu Wissen ermöglichen, das ist eine grundlegende Sache, wobei man ja heute zu Wissen sehr viele Zugänge haben, aber auch diese Möglichkeiten bietet, auch in den Unternehmen einfach zugreifen zu dürfen und auch nicht irgendwie, dass der Mitarbeiter aus Angst agiert und immer über drüber schaut mir gerade ein Vorgesetzter zu oder ein Kollege, dass einfach da eine innere Freiheit auch in diesem Unternehmen, im Corporate Learning entsteht. Und Mutanfälle fordern. Hierzu extra mal man fördern. Ja, danke. Aber fordern können wir auch, oder? Ja, also Mutanfälle, nicht Mutanfälle. Also vielen Dank für diese Wortkreation auch an der Harald Schirmer. Ich weiß nicht, ob er auch dabei ist heute. Auf jeden Fall war schon in der Diskussion rege dabei. Genau, und dann die nächste Folie. Martina, bitte. Genau. Welche Lernformate fördern den Mindset-Wandel? Einfach, wenn sie partizipativ sind, kollaborativ, soziale Netzwerke, spielerisch, kreativ, Gamification fördert das wunderbar. Einfach, es muss Spaß machen. Lernen muss Spaß machen. Wie in der Kindererziehung, solange die Kinder noch Spaß am Lernen haben, ist alles gut und es läuft von alleine. Wenn dann irgendwie der Druck kommt, irgendwie nur lernen zu müssen wegen der Lehrer oder wegen der Eltern, dann macht es keinen Spaß mehr und
dann ist auch keine intrinsische Motivation mehr dahinter. Arbeitsintegriert am Arbeitsplatz, ganz arg wichtig, in den Arbeitsprozess integriert. Und dann auch diese 70-20-10 von Charles Jennings, die Methode, einfach, dass der informelle Anteil einfach sehr, sehr wichtig ist. Und wir in dem Corporate Learning, in der Weiterbildung im HR, ist oft nur dieses verdreht, dass einfach diese formale Lernangebote sehr, sehr hoch. Learning Nuggets, immer wieder kleine anteilige Lerneinheiten. Genau. Und Lernformate, wunderbar, passt hier Working Out Loud, Circles zum Bildern, weil es das Fördern, das Netzwerken, das Zusammenarbeit und den anderen unterstützen. Gerade diese Woche habe ich meinen ersten Working Out Loud Circle gestartet. Aber Grüße an alle, die wo in unserem Working Out Loud Circle drin sind. Wir nennen uns die Nachteulen, weil zu später Stunde immer die Working Out Loud Sessions sind. Barcamps, wunderbares Format, also genau, MOOCs, massiv Open Online Courses, also nicht die mit große Masse, sondern eher die konnektivistische, also die CMOOCs. Lessons Learned, immer wieder zurück reflektieren und drüber nachschauen, auch über die Fehler, die Fuck-Up Nights, Best Practice Austausch, Communities, Hackathons, das haben wir auch erlebt. Leider war ich da letztes Mal mit dem Hackathon-Anteil vom MOOC nicht dabei, aber nächstes Mal bin ich sicher mit dabei. War klasse, von denen wir alle berichtet haben. Genau, darf ich gerne zu der nächsten Folie dann wechseln, Martina. Danke. Was ist hilfreich für Mindset-Wandel? Hilfreich ist eine Plattform zum Austausch. Also die sozialen Netzwerke, aber auch die Face-to-Face-Austausche. In Unternehmen ist ganz arg wichtig, ganz arg sinnvoll Enterprise Social Networks, wo man sich einfach auf schnellem Weg austauschen kann, wo einfach so wie im Alltag mit Social Media Netzwerke auch der Austausch funktioniert. Lernguthaben in Form von Budget, Lernzeit. Und vor allen Dingen Freiräume zum Experimentieren, dass man das habe, dass man Fehler machen darf, dass man experimentieren dürfe. Change Management Skills, ganz auch wichtig. Was eher nicht hilfreich ist, kam aus der Diskussion im Twitter-Chat heraus, ist ein festes Seminargebot auf Basis von Bedarfserhebungen. Klassische Seminarsettings mit Tischen, Stühlen, also der Vortragende sitzt vorne und die Teilnehmer sitzen hinter und warten schon auf die nächste Kaffeepause. Und wenn es defizitorientiert ist. So, jetzt wow. Können wir erstmal durchatmen. Das war im Schweinsgalopp der Ritt über 900 Twitter-Rückmeldungen, die wir gekriegt haben zu verschiedenen Fragen. Und ihr seht schon, also wir bewegen uns da in einem Spannungsfeld, so ein bisschen Mindset, was ist denn das überhaupt? Kann man das überhaupt beeinflussen? Wenn ja, wie? Also Lernen ist doch nicht die richtige Methode, aber irgendwie können wir doch einen Beitrag leisten. Ja, und wie viel können wir denn machen? Wie viel sollten wir denn machen? Oder geht das alles sowieso nur selbstgesteuert? Und das war so mehr oder weniger der Stand der Diskussion, der aus den Twitter-Chats hervorgegangen ist. Dann würde ich jetzt sagen, wir werfen mal einen Blick auf die Diskussionsbeiträge, die wir im Diskurs erhalten haben. Auftakt hat ja der Karl-Heinz gemacht vor ein paar Tagen mit einem wunderschönen Beitrag, der mich dann natürlich und andere auch wieder provoziert hat. Und heute Morgen ist da schon recht viel eingegangen. Mal gucken, ob die Martina vielleicht umschalten kann auf die Plattform, dass wir da mal so ein bisschen runterscrollen und sehen können, was da entstanden ist. Sonst könnt ihr natürlich selbst auch da draufgehen und mal nachlesen. Also vorhin waren es noch knapp 50 Beiträge, ich weiß nicht, wie viele es inzwischen sind. Die Idee ist ja, dass wir alles, was wir bisher so diskutiert haben,
in Twitter und jetzt auch auf Discos und auch heute jetzt hier noch kommt und im Chat vielleicht, dass wir da das nachher gesammelt irgendwie aufbereiten und zur Verfügung stellen. Weil viele haben sich jetzt positiv geäußert, dass sie eine Zusammenfassung haben. Ich meine, das ist immer das Problem, genau. Eigentlich mal so eine Veranstaltung, und dann ist man erstmal richtig erschöpft. Ja. Und dann muss man nochmal die Energie eigentlich haben, das aufzubereiten. Ich glaube, wenn wir jetzt heute nicht gerade gebeten worden sind, diesen Corporate Learning Sprint zu unterstützen, zu moderieren, wären wir auch nicht so weit gekommen. Also so ein externer Druck hilft schon manchmal. Ich nehme das auf meine eigene Kappe. Ich weiß, ich muss noch 2 Posts schreiben über Berichte aus dem so ein zweiten Treffen, Kompetenz für Industrie 4.0, da haben wir 2 tolle Beiträge noch gehabt, die auch noch nicht aufbereitet sind. Aber ich sage auch immer, es gehört zu einer professionellen Aktivität dazu, dass man auch einen sauberen Abschluss macht. Genau. Okay, Martina, hast du ein paar Fragen schon mal rausgelesen aus dem Chat, die wir diskutieren können? Was ist so die Diskussion? Wir haben es so ein bisschen verfolgt. Aber ja, ich habe es auch so ein bisschen verfolgt. Ständig wieder jemand zulassen, man muss da immer hin und her hüpfen. Ja, es gab eher so Hinweise, Vorbild sein kann nur klappen, wenn ich selbst daran glaube. Dann werden immer gern natürlich so Gurus zitiert, wie Gandhi, sei du selbst der Wandel, den du bei anderen sehen möchtest. Konkrete Fragen, ja, wie fördert man, wie kann man den Wandel fördern? Grassroot-Initiative wurde dann noch genannt, Slack-Time gewähren, das sind wahrscheinlich noch Punkte, die auf unserer Folie dann noch ergänzt werden könnten. Dann war eine Frage, welche Rolle spielt die Kernpersönlichkeit beim Mindset? Kernpersönlichkeit, muss ich jetzt selber passen, was versteht man unter Kernpersönlichkeit? Vielleicht sollte sich derjenige, der das gesagt hat, nochmal äußern. Oder wisst ihr, was mit der Frage gemeint ist? Joachim? Ja, sonst kann man ja auch freischalten, wenn er was sagen möchte. Harald war das, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich mache ihn mal zum Referent. Hallo, hier ist Janke erstmal. Hallo, könnt ihr mich hören? Okay, hallo. Hi, ich hatte diese Hallo aus Göttingen. Ich hatte diese Grundfrage mal gestellt, welche Rolle spielt die Kernpersönlichkeit? Im Hinterkopf hatte ich so ein Stück weit zum Beispiel sowas wie Verhaltenstendenzen beim DISC-Modell, so Persolog, ist jemand eher dominant, initiativ, eher stetig oder gewissenhaft. Und da gibt es eben auch unterschiedliche Arten, mit Themen umzugehen. Und da wollte ich einfach mal eure Meinung hören. Und Harald ist, glaube ich, derjenige, der das gleich aufgegriffen hat. Ich melde mich jetzt auch ganz einfach mal kurz. Hört ihr mich? Ja, ne? Ja, sehr gut. Okay, ich habe geantwortet mit meinem Betriebssystem an der Stelle. Das ist die Pyramide von Robert Dilts, wo ich, denke ich, alle diese Dinge verorten kann. Im Diskurs habe ich mal ein Bildchen reingestellt, was ich damit meine. Und so heißen, die Einflussmöglichkeiten von außen an eine Persönlichkeit und damit auch an die Änderung meines eigenen Mindsets sind natürlich beeinflusst von meinem Background. Das Werte sind, das Glaubenssätze sind auch negative Glaubenssätze und natürlich meine Identität bis hin zum Sinn und Zweck des Lebens. Das heißt, man kann mich beliebig Druck betanken mit Skills und Wissen und Kompetenzen. Wenn ich nicht dran glaube, werde ich sie auch niemals nicht mir zu eigen machen. Das ist so im Grobdurchlauf mein Mantra. Schau uns gerade das Bild an, ja. Mhm. Okay, wir gucken gerade mal, wir haben es gefunden auf Diskus, ja. Ja. Vielleicht könnt ihr es ja zentral reinlegen, womöglich, weil ich sehe immer noch die eine Folie, was ihr aber die Möglichkeit habt, umzuschalten. Das wäre dann vielleicht für alle hilfreich. Doch, ich bin drin, warte. Ja, dann kannst du das übernehmen. Da. Übernehmen, ja. Und jetzt da unten drauf, genau. So, könnt ihr jetzt... So neu geladen. Zweifelsfall kommt noch eine kurze Anzeige, Freigabefenster ausblenden, um die alte Präsentation loszuwerden. Ja, jetzt. So, könnt ihr jetzt was sehen?
Ja. Ja, also ja, darum geht es gerade. Ne? Also so mhm. die Frage danach, Persönlichkeitsbild, also hat ja auch so ein Stück weit, man sieht ja auch hier in der Pyramide rechts ein bisschen das Mindset abgebildet, um das es jetzt hier gerade geht. Ja? Genau. Harald, jetzt bitte. Kurz nochmal beschrieben, einfach was ich schon gesagt habe. Wenn ich dieses Modell erhebt den Anspruch, eine Persönlichkeit abzubilden. Das heißt, mein oberster Sinn im Leben treibt im Prinzip meine Identität, meine Glaubenssätze, meine Werte an, dadurch meine Fähigkeiten und mein Verhalten an, das dann auf die Umwelt nach unten wirkt. Und umgekehrt, die Beeinflussungsmöglichkeit von der Umwelt, von außen, muss eigentlich genau über die Schichten wieder nach oben gehen. Das heißt, ich kann natürlich mein Mindset ändern. Ich muss halt beachten, dass ich womöglich auch bei Menschen auf Glaubenssätze treffe, auf einen negativen Glaubenssatz, wie zum Beispiel, das kann ja gar nicht funktionieren, Menschen sind nicht so, sonst wie. Und die gilt es halt zu adressieren. Druckbetankung hilft da nicht. Das soll die ganze Message an der Stelle sein. Und insofern, glaube ich, kann man ganz viele von den Vokabeln, die ihr hier zusammengetragen habt, da drin auch verorten. Und ich werde im Diskurs noch ein paar Links reinsetzen, wo die agile Community hat ganz viel mit dem Modell schon gearbeitet. Ich fand es ganz hilfreich, vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch. Ich bin selbst nur Amateur. Ne? Ja. Vielen Dank, also das ist ganz prima. Mir gefällt es natürlich, also insbesondere mir gefällt es gut, weil da in der Pyramide auch die Skills und Capabilities durchaus auftauchen. Also in der Diskussion, das ging ja los, so nach dem Motto, was könnte unser Beitrag sein als L&D-Professionals? Und der Karl-Heinz schrieb dann, naja, wir können eigentlich nur Vorbild sein. Und dagegen wehre ich mich zumindest innerlich immer noch so ein bisschen, ob jetzt, ja, vielleicht ist das mein Weg in Richtung neues Mindset, aber ich denke schon, dass wir das unterstützen können, ja, dass wir und dass eben auch, wenn ich neue Kompetenzen lerne, darin bestärkt werde, dass das wiederum mein Mindset festigt und meine Einstellung vielleicht zu Technologien auch verändern kann. Ne? Also deswegen gefällt mir das auch sehr gut. Also vielen Dank. Okay, dann schauen wir. Eigene Beobachtung, wenn man sich um das Thema Mindset kümmert, habe ich so einen Eindruck, man wird langsam ein bisschen kirre. Mhm. Weil ich sehe alles, wenn wir mit mir reden, sehe ich uns im Aspekt Mindset an. Ist das positiv oder negativ? Ich sehe auch meinen eigenen Mindset auf einmal. Ich habe vorher gar nicht gewusst, also Aussage Mindset ist wichtig, was Mindset ist. Es kommt ein Haufen Theorie dazu. Und auf einmal sieht man überall Mindset. Mhm. Wie geht man denn damit um? Ja, das passt auch sehr gut, Joachim, zu deinem Beitrag, den du eingestellt hast, mit dem Link zu diesem Artikel von dem Toby Harris oder wie der heißt. Der ja schreibt, also generell ist er so ein bisschen gegen Modelle, also starre Modelle, Vorgehensweisen oder Dogmen, ja, alles, was er so Mantras nennt. Also er hat es jetzt am Modell 70-20-10 festgemacht, aber das ist ja grundsätzlich mit diesen Begrifflichkeiten auch so. Ne? Also jetzt haben wir schon wieder dieses Buzzword quasi kreiert, Mindset. Und das ist in aller Munde, alle reden drüber und und es birgt immer die Gefahr, ne, dass wir dadurch Wirklichkeiten konstruieren auf unsere Weise, ja, die es vielleicht so ja gar nicht gibt. Das hat auch der Harald Schirmer in seinem Beitrag geschrieben, ne, durch Worte konstruieren wir Wirklichkeiten und ja, vielleicht müssen wir einfach dann irgendwann von dem Begriff Mindset auch wieder loslassen, ein Stück weit. Gut. Ja, ich frage jetzt einfach mal in die Runde zu unseren Fragen. Wer möchte denn jetzt hier aktuell vielleicht noch was teilen? Es gibt noch eine offene Frage. Ja, ja, und zwar wurde gefragt, ob im Chat, also damit wurde sicherlich der Twitter-Chat gemeint, auch darüber gesprochen, wie man diesen Change im Mindset in der Organisation vorantreibt. Also wahrscheinlich weniger der persönliche Mindset, sondern eben der organisatorische Mindset. Ist es hilfreich, da externe Coaches mit ins Unternehmen zu holen? Ich frage mich auch immer in der Konstellation, wer bestimmt denn,
was die Organisation für ein Mindset haben soll und ob man da nicht wieder in eine Sackgasse landet. Ich weiß es nicht. Also um auch wieder dieses Wort aufzugreifen, gibt es ein Unternehmensmindset? Muss er verändert werden? Wenn er verändert werden muss, von wem und wer bestimmt das und in welche Richtung geht das oder soll das gehen, bevor man sich überlegt, hole ich mir jemanden, der mich dabei unterstützt, das zu tun? Wieder als Frage zurückgegeben in die Runde. Also ich hatte heute Morgen in einem der Diskussionsstränge mal ein bisschen so meine persönliche Erfahrung gepostet, die sich vielleicht nicht unbedingt so positiv angeschaut hat, aber die jetzt einfach darauf beruht, dass in der ganzen Diskussion ja schon das ganze Thema Corporate Learning eine gewisse Bedeutung hat, auch in meinem persönlichen Wertesystem eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn ich dann in Projekten zur Digitalisierung eben niemand sehe, der aus dem Corporate Learning oder von Weiterbildung oder betriebliche Bildung kommt, hat mich das eigentlich immer neugierig gemacht. Woran liegt das? Und hat es auch ein bisschen nervös gemacht. Und das Ergebnis war natürlich dann, dass ich ganz mutig mal gesagt habe, lass uns da jemand mal dazukommen, der sowas macht. Und das hat, und ich habe es ja mit ein paar Stichworten beschrieben, diejenigen, die da beteiligt waren, die werden sich wahrscheinlich wieder erkennen, das hat nicht unbedingt zu großen durchschlagenden Erfolg geführt, weil man hat dann erstmal über Abgrenzung diskutiert, man hat über Zuständigkeiten diskutiert, dann hat man diskutiert, ob man das ganze Thema überhaupt macht und ob man es vielleicht im nächsten Jahr nochmal neu angeht und sauber und solide angeht. Also ich glaube, vieles, was wir so in unserem Dreiklang Skillset, Toolset, Mindset im Kopf haben, ist noch weit von dem weg, was man in der Realität von Unternehmen sieht. Und ich bin gerade dran, so eine Art Mystery-Shopping zu machen. Ich gehe zu Unternehmen, die eigentlich so vorne immer dran stehen und sagen, wir machen was. Und das gibt es bei uns. Und rede mit ganz normalen Führungskräften und Leuten. Und das ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich das jemals veröffentlichen kann. Also, darf ich wahrscheinlich nirgendwo mehr zeigen. Dann war noch eine Frage. Ja, dann war noch eine Frage, haben wir, also die Mitarbeiter, vielleicht den Mindset schon? Also ist der schon da, aber möglicherweise nicht die Möglichkeiten und die Methoden, praktisch neue Lernwege zu gehen. Also im Unternehmen praktisch die Rahmenbedingungen gar nicht stimmen. Mhm. Das ist auch spannend, je nachdem, mit wem man redet. Kommt so eine Aussage, wir haben eigentlich den Mindset schon und eigentlich können wir das machen, nur die anderen haben es nicht, die Führungskräfte, die HR nicht. Also vielleicht ist es ganz gut, sich mal untereinander auszutauschen und zusammenzusetzen, weil jeder vermutet, dass der andere den Mindset nicht hat, er aber schon. Ja. Also ich habe mal weiter runter gescrollt, gerade zu der Frage auch, was können Führungskräfte in den Unternehmen beitragen, weil einerseits braucht es natürlich die technischen oder organisatorischen Rahmenbedingungen, damit ich Dinge ausprobieren und tun kann, mein Mindset auch vielleicht anpassen kann, experimentell. Aber es braucht schon auch die Führungskräfte. Ne? Und da hat die Martina sehr schön zurückgemeldet, ne? Also die Führungskraft an sich, das ist natürlich hilfreich, wenn sie erstmal Role Model ist und das so vorlebt, also im Sinne von konstantem Lernen und auch vielleicht Aufgeschlossenheit, auch Umgang natürlich mit Fehlern, die Mitarbeiter machen oder wenn sie es halt nicht gleich können oder wie auch immer. Ne? Also dieses Ermutigen, Bestärken und Vorleben ein Stück weit dessen, was eigentlich gewünscht ist, wobei wir das ja, wie gesagt, nicht so ganz genau definieren können und wollen. Aber da gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, als in der Graswurzelbewegung von unten herauf. Also das heißt, irgendwo ist vielleicht eine Lehmschicht, wo vielleicht nicht durchdringt, aber in der unteren Bereich kann man schon andere Mitarbeiter ermutigen durch Vorbild sein, durch Vorleben, durch Vernetzen, durch Wissen teilen. Das ist schon auch eine gute Möglichkeit. Vor kurzem habe ich noch einen guten Podcast dazu gehört von Ingo Stoll, der Modcast. Da hat er die Sabine Kluge und Alexander Kluge informiert. Es hieß Transformation von innen heraus. Kann ich nur empfehlen. Werde ich später noch in der Dinge reinstellen, der Link. Wobei sich das positiv anhört, in der Realität manchmal gar nicht so positiv ist, weil wenn man 2 Jahre lang probiert, in eine bestimmte Richtung zu agieren und niemand reagiert im Unternehmen und wird dann auch noch als Sonderling angesehen und Exode, dann gibt man irgendwann mal auf. Also die Gefahr, dass man dann selber doch in Schwierigkeiten kommt, scheitert, nochmal einen ganz anderen Drive entwickelt, die besteht doch, oder?
Die besteht sicher, aber ich sage mal, da ist wieder gut, wenn man also gleich in der Community hat. In der Community hat, wo man auf einen Austausch hat, wo man wirklich sich gegenseitig ermutigt. Okay. Ja. Okay. Ja, gibt es da sonst noch Rückmeldungen zum Thema Führungskräfte? Was können die noch beitragen, um einen Mindset-Wandel zu fördern? Naja, Führungskräfte sind unbedingt ein leichtes Thema. Mhm. Häufig ist es ja so, dass Führungskräfte, zumindest manche Führungskräfte, sehr leicht für solche Themen zu begeistern sind. Die sagen, das ist ein Sponsor. Und dann hat man einen Sponsor eigentlich im Unternehmen. Dann kommen aber andere Aufgaben wieder und die Sponsorschaft prägt sich dann halt auch doch nicht so in der Vorbildfunktion eigentlich aus. Also von dem Aussage an die Führungskraft, ich finde das spannend, wichtig, mach das mal. Graswurzelaktivitäten sind wichtig, selbstorganisierte Aktivitäten sind wichtig, bis hin dann wirklich das Commitment, ich baue darauf aus, ich führe da ein, da ist schon noch ein Schritt eigentlich dabei. Und ich glaube, wenn wir solche Projekte angehen, sollten wir immer auch ein Auge auf die Führungskräfte haben, dass wir die mitnehmen. Ja? Ich glaube, gerade wenn es so Aktivitäten sind, dass man dort einen Gesprächspartner hat im Management, der das Thema gut findet, der das treibt, der das auch mit seinen Kollegen verkaufen kann, das hilft eigentlich ungeheuer weiter, weil sonst passiert das, was wir gerade besprochen haben, dass man immer mal möglicherweise abgekoppelt wird und dann irgendwo als Sonderling in der Organisation steht. Ja, zum Thema Mitnehmen von Führungskräften, da hatte, glaube ich, weiß gar nicht, ob das im Twitter-Chat war, ich glaube, ja, hat jemand kommentiert, also dieses Mitnehmen, das ist ja alles schön und gut, aber am Ende des Tages fühlen sich alle sehr mitgenommen. Das fand ich auch noch sehr nett. Also das zielt so ein bisschen auf das richtige Maß. Ne? Also wie viel muss ich wirklich an die Hand nehmen oder kann ich auch das Thema auf die Agenda bringen? Kann ich Führungskräfte vorher befähigen oder instruieren, in Anführungszeichen, ja? Was ist da wirklich angebracht und wann ist es vielleicht auch zu viel des Guten? Ja. Wir haben gerade eine interessante Diskussion, was ich verfolge. Wie sieht denn das aus mit dem ganzen Thema Mindset bei neuen Mitarbeitern, die man reinholt? Spielt Mindset beim Recruiting eine Rolle? Und da kommt natürlich dort auch die Frage aus, ja, in der Vergangenheit hat man ja auch bestimmte Mitarbeiter ausgewählt. Also wie geht man denn von der Balance her um mit dem Mindset von neuen Mitarbeitern und von Mitarbeitern, die man bereits im Unternehmen hat? Gibt es da Beispiele? Könnt ihr hier gute Modelle? Also ich, je nachdem, um welche Position es da vielleicht auch geht oder so, also ich stelle dann einfach im Interview gerne mal die Frage, wie technikaffin jemand ist zum Beispiel. Also weil Affinität heißt ja noch nicht wirklich, ich kann es gut, ja, sondern wie ist meine Haltung, meine Einstellung zu neuen Technologien? Und fragt den Kandidaten dann wirklich mal, also bitte darum, eine Einschätzung zu geben auf einer Skala von 1 bis 10, wo er sich das sieht und was das dann bedeutet und warum das so ist. Ne? Und da kriegt man dann schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie jemand drüber denkt. Aber da gibt es vielleicht auch noch andere Beispiele. Mal gucken, was die Community hier so schreibt. Ich würde mal vielleicht auch provokativ die Frage stellen, das kann ja auch eigentlich, glaube ich, nicht das Ziel sein, dass man nur die einstellt, die so ähnlich ticken wie wir oder wie die einstellen. Sprich, eigentlich soll das Ziel genau das, also was ich mit meiner Frage im Diskurs auch gestellt habe oder bezweifelt habe, müssen wir zu so einer einheitlichen Mindset-Kultur wachsen oder ist es nicht genau unsere Aufgabe als R&Ds oder auch als Personaler darauf zu achten, dass wir diese Mixität, also dass wir diese Mischung gerade in der Belegschaft haben, der so produktiv ist, der auch erst dann zum Positiven wird, wenn ich erkläre oder darstelle, wie wichtig das eigentlich ist, dass die Leute, die so unterschiedlich sind, miteinander kommunizieren und sich austauschen und voneinander lernen. Zu viel Homogenität schadet da eher, ich sage mal, da braucht es einfach Diversifikation, wo einfach verschiedene Ansichten, jemand, wo andere Ansicht hat wie ich oder wie der Kollege, weil wenn alle in die gleiche Richtung denken, dann wird nichts Neues rauskommen. Das ist mein Gedanke umgesetzt. Okay. Von der Zeit her haben wir die 3/4 Stunde jetzt erreicht. Vielleicht sollte man nochmal für diejenigen, die bislang jetzt noch nicht
mitdiskutiert haben. Das Thema haben wir jetzt wieder gerade ein bisschen auch breiter diskutiert, vielleicht mal einfach nochmal uns die Fragen fokussieren. Was sind denn Themen, die wir jetzt heute Nachmittag nochmal weiter diskutieren wollen? Vielleicht können wir einfach die Fragefolie nochmal einblenden. Kannst du es machen oder soll es Martina machen? Also ich habe die Steuerung wieder abgegeben, glaube ich, Martina, ne? Okay. Nee. Nee? Okay, dann Bildschirm übertragen, dann mache ich das nochmal. Ja, das ist gut, glaube ich. So. Okay. Ja. So, jetzt, okay. Soll ich es anfordern? Ja, fordern. Okay. Ich komme. Lädt noch, ja. Habt ihr das schon gesehen? Nee. Lädt noch. Den Monitor rausgeben. Mach ich. Geht's? Soll ich die zurückgeben? Ja, ich glaube, wir haben irgendwie einen Konflikt gehabt zwischen zwei Anforderungen für die Steuerung. Okay. Ich kann ja schon mal einsteigen. Also die erste Frage, die wir gestellt hatten, war ja tatsächlich, welchen Mindset brauchen die verschiedenen Player? Ja, also und die verschiedenen Player, also da kann man jetzt sagen, okay, das sind wir selbst. Ja. Da gab es ja einige Kommentare dazu, also selber das vorzuleben und selbst erstmal machen. Dann die Führungskräfte, da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch externe Berater klang schon an. Zusätzlich kann man natürlich sich die Frage stellen, also wie sieht es denn mit dem Top-Management aus oder wie sieht es mit dem Betriebsrat aus? Ja, was für ein Mindset ist da hilfreich? Ich finde es sehr schwierig, das Mindset zu beschreiben. Im Twitter-Chat, da gab es ja so Hinweise wie, da braucht es Neugier, da braucht es Offenheit, Aufgeschlossenheit, da braucht es Experimentierfreude, da braucht es auch, also der Harald Schirmer hat das schön formuliert, diese Fragen der Haltung, ja, also diese, was vielleicht auch diese Offenheit eben ist. Und ja, ob das jetzt aber letztlich ist, also dieses Mindset, so wie es, wie diese paar Worte das beschreiben, das dann die digitale Transformation unterstützen kann, das ist nach wie vor die Frage. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob man die Frage abschließend beantworten kann, ja, weil, wie gesagt, das ist sehr individuell. Ja? Also jedes Mindset, das jemand mitbringt, ist individuell und wird individuell irgendwie angepasst. Sehen tun wir es ja nicht, wir können es nur rückschließen aus irgendeinem Verhalten, das wir beobachten. Gerade die Aussage, der Mitarbeiter hat eine Aufzählung vergessen, die haben uns mal bewusst ausgeblendet, weil da stürzt man sich sehr leicht darauf und sagen, die Mitarbeiter müssen das Thema angehen. Weiterführende Fragen habe ich gerade nochmal im Chart eingeblendet. Das ist ja auch das Thema, was wir eigentlich immer noch auch spannend finden, dass wenn man sowas in einem Unternehmen macht, dass man ein Unternehmen als Umfeld eigentlich hat und dass es eben durch bestimmte Prozesse, Abläufe, Rituale im Unternehmen gehen, wenn man genau darüber nachdenkt, die dem eigentlich widersprechen da drin. Also dass man vielleicht auch da mal einen Blick drauf hat. Wir hatten neulich mal eine Diskussion darüber, über die Rolle von Mitarbeitergesprächen. Ist das etwas, wo man solche Themen anspricht oder geht es eben nur darum, eine Zielfestlegung zu machen? Also da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl an Themen, die man mal diskutieren kann, die dann mehr so in das Feld Organisation und Strategie eigentlich reingehen. Also auch über den Tellerrand des Dreiklangs, Mindset, Skillset, das war's, Toolset, hinausblicken, auch Richtung Organisation, Richtung Strategie. Ja. Also letztlich sind das ja, und ich glaube, das haben wir bei den weiterführenden Fragen noch drauf, diese Rahmenbedingungen. Ne? Also welche Strukturen, welche Prozesse, welche Instrumente
werden denn eigentlich verwendet oder gibt es in Unternehmen, die eine entsprechende Kultur, aber natürlich auch so ein Mindset, so eine Haltung beeinflussen? Und ich sage es mal so, also ich denke schon, dass es einige Prozesse und Instrumente gibt, die eher den Status quo, so wie er ist, festschreiben, als dass sie Veränderung zulassen. Ja, und das sind so Instrumente, wenn ich ein Mitarbeitergespräch habe und eine Führungskraft halt den Mitarbeiter beurteilt, dann ist eben eine gewisse Abhängigkeit einfach da. Und damit lenke ich ja sehr stark in eine bestimmte Richtung. Und die Frage ist, lasse ich dann ein anderes Mindset oder einen Mindset-Wandel überhaupt zu, ne, wenn ich so stark steuere? Oder ich hatte auch gesagt, hier die Messgrößen. Ja, also wenn wir KPIs an den Vorstand oder Management abliefern müssen, was sind das denn für Messgrößen? Weil also nach denen richten wir ja unser Handeln aus. Ja, wir wollen ja da Anerkennung für kriegen und die KPIs entsprechend abliefern. Und ja, das sind so Sachen im Bereich Learning und Development. Wenn man halt Schulungstage pro Mitarbeiter misst, dann misst man immer nur klassisches Lernen und nicht das ganze Informelle und auch diese Erfahrungsaustausche, die es eben vielleicht für Mindset-Wandel braucht oder mehr braucht. Ja, also wir haben es in der Woll-Diskussion, in dem Woll-Sprint auch schon gehabt, ne, zum Thema Messgrößen. Also kann man das überhaupt messen? Sollte man das messen? Es ist eine Frage, die müssen wir uns vom Management gefallen lassen. Ja, also die möchten wissen, ja, was macht ihr, warum macht ihr es, wie hat sich das entwickelt, kann man das irgendwie tracken, tracen und so weiter. Aber es ist ganz schwierig, da irgendeine Messgröße tatsächlich zu finden, die Sinn macht. Ja, also darum geht es ja eigentlich. Und das sind so Rahmenbedingungen, denke ich, die sind für einen Mindset-Wandel weder von uns Learning Professionals noch von Mitarbeitern oder anderen Beteiligten wirklich hilfreich. Vielleicht wissen wir es bloß noch nicht. Noch nicht lange darüber nachgedacht haben. Was mir immer auffällt, ist, wenn es so um neue Formate geht, wie Working Out Loud, die Charts, die am meisten geteilt werden, immer von Praktikern, ist, irgendwie Mengengerüchte angeben. So und so viele Leute haben wir erreicht, so und so viele. Also Zahlen spielen doch eine Rolle. Und ich glaube, einfach zu sagen, nee, die sollen uns in Ruhe lassen, wir werden das schon sauber hinkriegen, das ist nicht die Realität, dass es in Unternehmen funktioniert. Okay. Schauen wir nochmal in die Runde, ob es Fragen gibt. Weil wie bekomme ich den Begriff Unternehmenskultur und Mindset zusammen? Eine interessante Frage. Ist es dasselbe oder nicht? Irgendjemand hat doch im Chat auch gesagt, ne, die Software des Geistes. Ja. Das fand ich auch ganz schön. Ja. Also was ist ein Mindset, eine Software? Ist die Kultur nicht auch die Software eines Unternehmens? Könnte man so sehen. Ne? Also die Frage Kultur, Mindset, da muss ich nicht mehr drum kümmern, das kann ich auch nicht sagen. Ich weiß, die Kultur ist einfach eine Folge von den unterschiedlichen Sachen, von den Werkzeugen, die man einsetzt, von den organisatorischen Rahmenbedingungen, von den Strategien, von dem Know-how der Leute, ist eine Ausfolge der Kultur, aber gibt es da eine Rückkopplung? Keine Ahnung. Gibt es vielleicht andere Experten? Was ich auch spannend finde, ist die Frage, wie seht ihr die Differenz Ergebnisorientierung und wachstumsorientierten Mindset? Die Frage habe ich noch gar nicht ganz verstanden. Vielleicht können die Frage stellen, dann sich mal kurz zuschalten, was sie damit meinen. Ja. Also wir hatten im Vorfeld ja schon mal drüber gesprochen, ne? Wie ist das mit dem Mitarbeitergespräch? Also rede ich mit dem Mitarbeiter über Ziele und Ergebnisse? Oder rede ich mit dem Mitarbeiter über seine Entwicklung? Ja, also das könnte so dieses Spannungsfeld sein. Und wenn ja, wie viel von beidem? Also das ist genau das, was dieses Instrument so ein bisschen fragwürdig macht manchmal. Muss ich gerade jemand melden? Ja. Hallo?
Ja? Ja, hallo, mein Name ist Ruth Habermehl, ich bin Organisationspsychologin. Und was mir halt ganz arg auffällt, gerade wenn man das Buch von Carol Dweck mal genauer anguckt, ist, dass es ja darum geht, eben nicht Ergebnisse anzuerkennen. Das nennt sie ja in der Erziehung. Und Ähnliches lässt sich dann auch fürs Erwachsenenlernen übertragen, den grundlegenden Fehler. Sondern es geht eben darum, dass sich bemühen, um ein Ergebnis anzuerkennen. Und das steht, finde ich, völlig quer zu dem, wie ein Unternehmen gedacht wird. Vielleicht gedacht werden muss, das will ich nicht beurteilen, aber jedenfalls zur Realität. Und deswegen sehe ich jetzt so die große Schwierigkeit, diese Modelle miteinander in Verbindung zu bringen. Das war es, was ich gemeint habe. Mhm. Also eine spannende Frage, wie kann man, die hat ja sehr stark diese ganzen Untersuchungen über Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon im Schülerbereich gemacht, was kann man davon dann eigentlich Unternehmen auch in die Erwachsenenbildung, in die betriebliche Bildung eigentlich übertragen da davon? Mhm. Ja, beziehungsweise das fängt ja auch schon in der Schule, in der Grundschule, also die Kitas sind da extrem weit. Ich weiß aber gar nicht, ob die Schulen da schon tatsächlich so weit sind, wie auch die Hochschulen. Also wir haben gerade vor anderthalb Jahren mit einem Projekt angefangen, in dem wir im Prinzip auch tatsächlich keine Note mehr vergeben für bestimmte Schlüsselkompetenzfächern in den ersten Semestern. Und da wird letztendlich, und das sagt der Prof dann auch, der immer prüft, es gibt weder richtig noch falsch, es zählt immer nur der Weg, auf den sich der Student macht. Und das ist aber auch für die Profs wirklich ein Riesenwandel. Es ist sehr anspruchsvoll, aus diesem akademischen Denken auszusteigen und zu sagen, eigentlich bin ich eher ein Lernbegleiter, der diese Entwicklung nicht zu beurteilen hat, sondern vielleicht eben auch die Hand gibt, wenn es darum geht, ein paar Tipps zu bekommen, wie komme ich denn dahin? Und zwar nicht aus dem Wissen heraus, sondern aus meinem Erfahrungsschatz als Mensch. Und das ist ein Riesenwandel. Und das steht natürlich, da stimme ich voll zu, komplett konträr zu beispielsweise eine Leistungszulage im Unternehmen. Ne? Wenn ich ein MA-Gespräch habe und mein Chef mir sagt, dann hast du eben 3%, weil du was auch immer, egal ob die Person das richtige Mindset hat oder die richtigen Ergebnisse gebracht hat, das ist konträr zu dieser Entwicklung eines Wegbegleiters. Ja? Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Mit Blick auf die Zeit würde ich das gerne aufgreifen. Also einerseits, Ruth, danke, dieses Bemühen um Ergebnis. Also wir haben uns bemüht, ein Ergebnis herzustellen, aber es ist eben auch dieses sich auf den Weg machen, dieses sich damit auseinandersetzen. Und ich denke, da sind wir immer noch. Also unsere Diskussion zum Thema Mindset tangiert ja auch immer sehr stark die Diskussion um die Rolle als L&D-Professionals. Da möchte ich nochmal den Hinweis geben auf diese sehr hilfreiche Dokumentation vom MOOC letztes Jahr. Da kam das ja in jeder Session eigentlich zur Sprache, wurde auch nachdokumentiert. Und wir werden weiter dran arbeiten, uns damit auseinandersetzen, uns selber challengen, ob wir denn jetzt so das richtige Mindset haben oder nicht, was richtig und falsch ist. Und wie wir einfach als Corporate Learning Professionals da selbst uns auch weiterentwickeln können und dieser Diskussion helfen können und eben auch, ich sag mal, letztlich die Rolle von Corporate Learning und das, was wir tun, im Unternehmen ein Stück weit weiterzubringen und zukunftsfähig zu machen und auch zu halten. Da bin ich ganz optimistisch. Okay. Ja. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an die vielen Teilnehmer, die vielen Beiträge. Bitte weiter schreiben auf Diskus. Den Chat haben wir ja auch aufgezeichnet. Und wie gesagt, wir werden im Nachgang dann versuchen, so eine Art Summary bereitzustellen. Mal gucken, wie uns das gelingt. Wer sich da beteiligen möchte, bitte einfach gerne bei uns melden. Nächsten Freitag. Ja, und dann, genau, haben wir nächsten Freitag hier einfach ein Präsenzmeeting der Regionalgruppe Stuttgart, aber es sind natürlich auch andere herzlich dazu eingeladen, die uns hier besuchen möchten. Ja, in diesem Sinne wünsche ich noch einen sehr intensiv diskutierenden Freitag. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ja, bis bald. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao.